Ein schaurig schönes Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Und ja, wir müssen weitermachen. Ja, während wir uns denn da bei dem heute gezeigten neuen Let's Play dann doch dagegen jegliche Art von grausigen Kreaturen wehren können, sind wir hier, gelinde gesagt, ja immer ein bisschen aufgeschmissen und eher so eine Duckmäuser-Haltung, so nach dem Motto, bitte beiß mich nicht, bitte beiß mich nicht. Ja, aber, nein, was soll's. Wir sind jetzt hier gerade angekommen. Ich hab sogar kein gutes Gefühl. Na, 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 na. Ja, das, dieser grausig schöne Gesang vertreibt hoffentlich eklige Aliens. Das sind drei Stück oben, hä? Da ist das Alien. Okay. Okay. Es ist vor denen geflüchtet? Unwahrscheinlich. Nicht gut. Mal gucken, mal kurz. Ich muss jetzt mal klarkommen hier wieder, wo die Steuerung ist. Es ist, jedes Spiel hat wieder eine andere Steuerung. Das ist, ja. Was willst du dazu? Toll. Ich kann mich doch gar nicht sehen. Nee, guck mal, die sehen mich nicht. Da waren drei Stück. Bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn die Revolver haben und so. Wir schleichen uns einfach mal näher ran. Aber es ist komisch, warum ist dieses Alien geflohen? Also mega bedrohlich sehen die nicht aus. Um mal ganz ehrlich zu sein. Kinder gerade so treiben. Ist überall so leer. Komisch. Wir schleichen durch die Gegend. Ach ja. Ja. Schöner Effekt. Ja, hier mit diesem. Ich muss sagen, diese verschmutzte Luft sah noch nirgends so gut aus wie hier. Oh. Sehr schön, sehr schön. Wir sollten mal kurz auf die Karte gucken. Ich schätze mal, das wird dann direkt durchführen. Hier vorne ging es, glaube ich, nicht. Nein, es funktioniert nicht, okay. Ist hier hinten noch irgendwas? Ah, die Tür da hinten ist zu gut. Okay, brauche ich mir keine Gedanken machen, dass da gleich einer von denen ankommt. Wobei... Da darf man sich nicht sicher sein. Es könnte ja trotzdem jede Sekunde jemand eintreffen und mich versuchen, niederzuprügeln, abzustechen und zu berauben, damit er überlebt, was total Schwachsinn ist. Denn zusammen werden wir stärker, aber vordere Syntheten-Ingenieuren. Kann sich jemand von Six Synthetics meinen Androiden ansehen? Ich kam gerade von einer 24-Stunden-Schicht mit Traumapatienten. Und ich bin nur der Zahnarzt. Waits will alle Patienten aus der Krankenstation schaffen und mir erzählt keiner was. Wenn ich schon diese Schichten schieben soll, brauche ich ein bisschen Hilfe. Wir haben einen ausreichend programmierten Androiden hier. Aber weil das gleiche Modell am anderen Ende der Station Ärger gemacht hat, sammelt der hier nur unnötig Staub. Was zum Teufel ist hier los? Schickt sofort jemanden her, ehe ich eine offizielle Beschwerde einlege. Fernandes. Tja, Fernandes hat wohl ein paar Problemchen. Tja, aber es gibt ja einen Ärzteroboter.
Das ist natürlich gut zu wissen an der Stelle. Wir speichern. Was sehen meine verträumten Augen? Etwas Schrott. Ja, das können wir auch. Schrott ist gut, Schrott ist super, Schrott ist wichtig und eigentlich eher nicht. Eigentlich ist Schrott eher kacke. Wobei, naja, sagen wir es nicht so, die ganze Stahlindustrie heutzutage lebt von Schrott. Ohne Schrott wäre die Stahlindustrie nicht mehr in der Lage, das alles zu machen. Ganz lustig, weil in einer Region, in der ich mal gelebt habe, gibt es ein sehr, sehr großes Stahlwerk. Wir haben da mal eine Führung gemacht, das war echt total cool, sich dieses Stahlwerk und den Hochofen alles anzusehen, wie da Stahl gegossen wird und alles, war total genial. Also sehr, sehr warm und laut allerdings. Und das war echt ganz interessant, weil die erzählten uns, ja, wir haben am Anfang erstmal hier nur so im Umkreis von 50 Kilometern hier um das Stahlwerk halt Ressourcen gesammelt. Jetzt mittlerweile ist es so weit, dass wir sogar schon bis nach Südeuropa und Nordafrika gehen und dort Schrott einkaufen und den wieder zu vernünftigem Stahl verarbeiten. Und das muss ich sagen, ist, puh, alter Schwede, mal mega heftig, oder? So, und jetzt? Immer die Ruhe bewahren. Du schaffst das schon. Können wir nicht über alles reden? Ich frag mich, was meine Kinder gerade so treiben. Ist überall so leer. Die haben ja gleich auf mich geballert, ne? Ich bin... ewig hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. Nee, den Molotow-Cocktail kann ich anders benutzen. Sind sie tot? Alien kommt nicht. Das wundert mich jetzt eigentlich. Ich hätte damit gerechnet, dass jetzt das Alien angelatscht kommt und mir volle Kanne in den Arsch speist. Oh, na gut. Anscheinend ist das Alien hier nur geflüchtet. Komisch, oder? Normalerweise kommt es ja immer gleich an und beißt einen in den Poppes. Wahrscheinlich kommt es gleich. So, okay. Dann durchsuchen wir sie mal. Ja. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ja. Ein bisschen Blut und Eingeweide. Vielleicht ein klein wenig Hirnmasse. Irgendwas verteilt sich aber. Ne, ansonsten sehe ich eigentlich nichts Interessantes hier. Gut, dann werden wir nochmal speichern, würde ich sagen. Speichern wir einmal. Nee, kein Gegner hier. Aber wir sehen Blendgranate. Also gegen gegnerische Ansammlungen ist das schon ganz vorteilhaft. Wobei natürlich der Molotow-Cocktail unsere einzige Wahl ist gegen das Alien aktuell. Habe ich eigentlich irgendwas, das herstellen kann? Blendgranate, nö, die interessiert mich eigentlich ja nicht. Geräuschmacher. Ich hätte gerne mehr Molotow-Cocktails. Beziehungsweise werde ich das nochmal aufheben, weil EMP gegen die Roboter natürlich mega vorteilhaft ist. So. Ich glaube, ich gehe eher wieder in Schleichmodus. Da fühle ich mich etwas sicherer. Das heißt, wir können auch langsam gehen. Hier, wir können den Schraubenschlüssel nehmen. Jetzt sehen wir damit dem Alien welche über. Was haben wir denn hier? Geringe Energie? Hä? Hey? Habe ich jetzt genug für... Genau, denn... Ich finde es so doof, man wählt da schon aus. Aber weil das nicht genug ist, muss ich dann danach immer nochmal die einzelnen Komponenten auswählen, obwohl ich... Es könnte ja irgendwas ändern. Nicht wirklich. So, dann sind wir nämlich auch gegen eventuell aggressive Androiden gut ausgerüstet. So, dann fahren wir mal hier runter. Haben sie jetzt geschafft. Puh.
es gibt wieder ein Völkchen. Ein Vorposten des Fortschritts. Six and Synthetics. Ach, ja. Nun, wie ist das Mikro ein bisschen weit unten? Dum-di-dum-di-dum. Sieht immer noch schön aus, ne? Übrigens zu diesem neuen Prometheus-Teil, dem zweiten, das ist ja irgendwie Alien Covenant, also Prometheus Alien Covenant, heißt ja jetzt offiziell der Titel. Bin ich auch mega gespannt, ich fand Prometheus schon total cool, gerade das Ende mit diesem Alien, auch mega episch einfach nur. Und natürlich auf den neuen Alien-Teil, das ist auch, weil einfach so gut. Das dauert alles noch. So. Hallo. Hallo. Ich mag den Hebel noch nicht benutzen. Wir gucken erstmal noch so ein bisschen rum. Ich könnte hier auch etwas tun. Ah, Gerät ist nicht ausreichend genug. Ja. Das kennen wir ja schon. Irgendwo ein Schokoriegel oder so? Was steht denn hier? Tomorrow, no, together, future. Achso, tomorrow. Also wahrscheinlich soll es so sein. Tomorrow together, no future. Morgen zusammen, gleich keine Zukunft. Naja. Na, wer der Meinung ist. So. Also, ja, Hebel drücken. Ich habe jedes Mal Angst, wenn diese Tür aufgeht, wenn es so lange dauert, dass dann hinter dem Ganzen ein Alien steht. Da wären wir übrigens rausgekommen, wenn das Gerät nicht unzureichend wäre. Warte mal, hiermit sind wir doch gefahren, oder? Ja, ich glaube, da sind wir an der Stelle mitgefahren. Naja. Gucken wir mal. Da muss ich garantiert hacken. Hacken. Ich hasse es, wenn es anfängt zu piepen. Dieser Druck. Oh nein, schaffe ich das? Natürlich. Was auch sonst? Wie? Also, ganz ehrlich. So. Hallo? Kleines Alien? Ach ja, stimmt. Das war ja zu. Und da waren da hinten die ganzen garstigen Typen. Mhm. Oh, ich hasse diese Lüftungsschächte. Was? Oh. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Wow, cool. Ihr seid ja der Hammer. Ich hab das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlo hat es ihr angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Sixen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley, Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Okay. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich. Nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Na toll. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? So, wo muss ich hin? Okay. Aber es könnte auch... Es könnte da drinnen sein, ja. Weil hier ist es auf jeden Fall nicht, das wüsste ich. Und da konnte ich ja nicht hin, von da kam ich ja. Okay. Hallo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Okay. Ist ja in Ordnung. Ach, schrecklich. Immer diese nervigen Typen, ne, die ganze Zeit der Meinung sind, sie müssten einen befehligen und irgendwie einem Kommandos geben. Und dabei ist man noch einfach nur darauf aus, zu überleben. Na gut, ich denke, an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr.